Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Raabe und heute geht es um Wirecard. Eigentlich geht es nicht um Wirecard. Eigentlich geht es heute nur um ein Phänomen, was der eine oder andere manchmal beobachtet. Und zwar, eine Aktie, ein Underlying läuft in deine Richtung, das heißt also da, wohin du es erwartest, und trotzdem verliert deine verkaufte Optionsposition. Und womit das zusammenhängt, das klären wir jetzt heute hier in diesem Video. Ich habe kürzlich eine Frage bekommen und ich glaube auf Instagram hat mir die jemand geschickt, und zwar hat er mir Folgendes geschrieben. Er hatte, und deswegen habe ich den Chart jetzt hier nochmal genommen, er hatte einen Put geschrieben auf die Wirecard. Ihr wisst, Wirecard momentan, da gibt es ja jeden Tag ein bisschen was Neues, ne? Hoch und runter, und natürlich riesig große Optionsprämien. Und er hat Folgendes gemacht, er hat also einen Put geschrieben und dann hat er mir geschrieben, er hat den Put eröffnet, danach stieg die Aktie an dem Tag und trotzdem hat sein Put Geld verloren. Und das kann ja eigentlich nicht sein, ne? Also das heißt, du hast hier eine Aktie, die geht nach oben, du hast unten diesen Put verkauft und dennoch verliert die jetzt an Geld. Also verliert dieser Put jetzt an Geld, beziehungsweise er nimmt zu, deine Position verliert an Geld. Und womit hängt das zusammen? Die von euch schon länger beim Optionshandel dabei sind, die werden jetzt schmunzeln, werden sagen, ah, alles klar, ich weiß, woran es liegt. Gehen wir es mal einfach der Reihe nach durch. Woran könnte es denn liegen? Also, es gibt ja so ein paar Kennzahlen, die den Preis einer Option bestimmen. Und das erste wäre das Delta. Das heißt, das Delta das drückt aus, wie stark verändert sich der Preis einer Option, wenn sich das Underlying verändert. Machen wir es einfach so, wenn sich der Preis des Underlyings von deinem Strike wegbewegt, dann müsste eigentlich diese Option weniger wert sein. Das heißt, die Aktie ist hochgegangen, der Put hat Geld verloren, kann es also am Delta liegen? Nein, kann es nicht. So. Zeitwertverfall, das sogenannte Theta, kann es am Theta liegen? Überlegen wir mal, kann es auch nicht, weil Zeitwertverfall arbeitet immer für den Verkäufer einer Option. Das heißt also, auch wenn nur der eine Tag vergangen ist, durch den Zeitwertverfall, der auch an dem Tag gewirkt hat, kann der Put nicht weniger oder nicht teurer geworden sein. Das heißt, es lag also auch nicht am Zeitwertverfall. So, jetzt haben wir noch das Gamma, was ausdrückt, wie sich das Delta verändert, spielt in dem Falle auch keine Rolle. Also wissen wir es schon, es kann nur an einem einzigen Punkt gelegen haben, nämlich am sogenannten Vega. So, und das jetzt mal einfach übersetzt, es lag an der Volatilität. Das heißt also, was ist an dem Tag mit großer Wahrscheinlichkeit passiert? Es kamen Nachrichten aus der Wirecard heraus und jetzt, also aus dem Umfeld von Wirecard heraus, je nachdem, wer da was veröffentlicht hat, an dem Tag wahrscheinlich, wenn es gestiegen ist, eine positive Nachricht. Und das hat wieder mal dazu geführt, dass die Volatilität in diesen Aktien, in diesen Aktienoptionen angestiegen ist. Und die Volatilität, wenn die ansteigt, macht die alle Optionen teurer, eben auch den Put. Das heißt also, obwohl die Aktie gestiegen ist, die ist jetzt auch nicht 20% an dem Tag gestiegen, sondern die ist ein ganz klein wenig gestiegen, wenn aber gleichzeitig die Volatilität ansteigt, und manche denken immer, Volatilität kann nur ansteigen, wenn Aktien fallen. Das stimmt in 99% der Fälle, aber gerade wenn sowas wie hier bei Wirecard, wo es jeden Tag irgendwelche News gibt, wo es ja manchmal im Stundentakt neue Einschätzungen gibt, da kann natürlich auch mal sein, dass zum Beispiel die Optionen teurer werden aufgrund der Vola, obwohl die Aktie steigt, weil zum Beispiel eine verstärkte Nachfrage reinkommt, weil vielleicht diejenigen, die long sind und sagen, hey, das ist eine gute Idee, ich gehe mal rein in die Aktie, kaufe mir aber gleichzeitig Puts, um mich abzusichern. Ne? Und wenn ich mich recht entsinne, der Fragesteller hatte wohl auch eine relativ nah am Geld liegende Option geschrieben. Das heißt also, wenn viele Leute an dem Tag long in die Aktie reingegangen sind, als Hedge aber gleichzeitig Puts gekauft haben, dann kann es trotzdem sein, dass die Puts teurer geworden sind, obwohl die Aktie gestiegen ist. Ne? Und deswegen ist das auch so das wichtigste Konzept, was ihr verstehen müsst. Ihr müsst verstehen, wie sich Volatilität auf Optionspreise auswirkt. Und die ganz simple Regel ist halt ganz einfach immer die, dass ihr sagt, steigende Volatilität, steigende Optionspreise. Wer Rohstoffoptionen handelt, der weiß, dass es manchmal passiert, du hast zum Beispiel einen sogenannten Short Strangle gemacht. Short Strangle heißt, du hast oben Calls verkauft, du hast unten Puts verkauft, und da müsste man doch denken, eine Seite gewinnt immer. Na, es gibt aber manchmal Tage, da schaust du in dein Depot rein und stellst fest, hey, heute haben meine Calls verloren und meine Puts haben auch verloren.
Woran kann das gelegen haben? Nicht an der Preisbewegung, weil da kann ja nicht gleichzeitig hoch und runter gegangen sein. Es kann ja nur in eine Richtung gegangen sein. Es kann nur an der Volatilität gelegen haben, die vielleicht an dem Tag gestiegen ist und oder die an dem Tag gestiegen sein muss, zwingend. Und dann haben beide Optionen verloren. Es gibt aber auch, und da kann ich jetzt jeden hier beruhigen, natürlich auch die anderen Tage. Du hast Positionen, du hast oben den Call, unten den Put und beide gewinnen an einem Tag. Wie kann das zustande kommen? Natürlich nur über Volatilität, weil die dann gefallen ist. Oder aber du kannst ja sogar die Situation haben, dass die Volatilität fällt, der Preis läuft gegen deine Option, also und trotzdem gewinnst du an dem Tag über den Zeitwertverfall und über den Rückgang der Volatilität. Das extremste Beispiel, was es da aus der Historie heraus gibt, das kennt ihr vielleicht sogar, ihr wisst alle, dass es 1987 gab es an den Börsen den großen Crash, das war der größte Tagesverlust, den es bislang an den Börsen gab, in Prozenten ausgedrückt, Dow Jones glaube ich damals 20% an einem Tag verloren und man sagt, ich habe das jetzt nirgendwo recherchieren können, aber das wird oft erzählt auch von älteren Händlern und deswegen kann ich mir das schon gut vorstellen. An dem Tag ist ja die Volatilität exorbitant in die Höhe geschossen. Man sagt, hätte es den VIX, den Volatilitätsindex, damals schon gegeben, dann wäre der auf 180 angestiegen. Ja, also ihr wisst, in der Finanzkrise 2008, da war der irgendwo so bei 90. An dem Tag wäre er auf 180 angestiegen. Und ihr könnt euch vorstellen, wer da Short Puts hatte, den hat es an dem Tag zerrissen. Es gibt aber sogar Leute, die sagen, durch den Anstieg der Volatilität, stellt euch mal vor, der Markt fällt 20%. Und jetzt von der logischen Überlegung, du hast Calls gekauft, das heißt, du hast Wetten auf steigende Kurse gemacht. Die müssten doch eigentlich an dem Tag verloren haben, ne? Weil der Preis noch so stark gefallen ist. Durch die extrem angestiegene Volatilität sind diese Calls sogar im Wert angestiegen. Das heißt also, selbst die, die vollkommen auf der falschen Seite waren, indem sie Calls gekauft hatten, sind an dem Tag noch mit einem blauen Auge davon gekommen, sogar mit plus minus null, weil die hohe Volatilität ihre Optionen verteuert hat. So. Und wenn dich das jetzt alles verwirrt hat, ne, wenn du jetzt sagst, ach, wie war das jetzt nochmal, Vola und so weiter und so fort, habe ich einen guten Tipp für dich. Es gibt bei uns eine Online-Ausbildung, die heißt Optionshandel für kleine Konten. Wir hätten sie auch nennen können Optionshandel für Beginner. Und in dieser Online-Ausbildung erklären wir wirklich diese ganzen Konzepte. Volatilität, wie das funktioniert, die Griechen, Brokerauswahl, wie man eine vernünftige Morgenroutine macht, wie man die ersten Strategien findet, um im richtigen Marktumfeld Optionen zu verkaufen. Und ich kann dir diese Online-Ausbildung wirklich ans Herz legen, weil die richtig gut gemacht ist. Das sind ganz, ganz viele Videos. Ich glaube, über 60 Videos sind da drin. Und die sind richtig gut. Link ist hier unten unter dem Video. Schau dir das mal an. Und ich bin mir sicher, du wirst, wenn du noch Fragen hast nach dieser Online-Ausbildung, ganzes Stück weiter sein. Also ich kann ihn dir wirklich nur ans Herz legen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Und bis dahin wünsche ich euch viel Erfolg. Bis dahin, tschüss, servus, macht's gut. Bye, bye.